Kommen wir mal zum Lebensirrtum aller Parteien, die hier länger sitzen. Das kanadische Modell, was hier immer als Vorbild so schön zitiert wird, oder ein modernes Einwanderungsrecht, damit hat Ihr Gesetz schon mal gar nichts zu tun. Es müsste erst mal Geringfügigkeits- oder geringfügig qualifizierten Gesetz heißen, dass hier die Einwanderung ermöglicht wird. Das kanadische Modell ist deshalb so stark, weil das Land attraktiv ist. Wirtschaftszahlen, wir haben den Wirtschaftsminister, der hat ja so viel Ahnung von Wirtschaft wie meine Mutter, sie möge es mir verzeihen, von Fußball, nämlich keiner. Australien hat einen Steuersatz von 30%, Spitzensteuersatz, Einkommensteuer. Die USA 37%. Kanada, spitzen Sie die Ohren, liebe Schuldenkoalition, 29%. Und Deutschland im OECD-Vergleich, 42% Spitzensteuer und 47,8% Abgaben für Alleinstehende. Ich nehme jetzt mal bewusst Alleinstehende. Das ist der erste Grund, warum Leute kommen. Das ist aber auch der zweite Grund, warum seit 2022 die aktuellen Zahlen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung eine Viertelmillion deutscher qualifizierter Kräfte abgewandert sind. Und davon ist der größte Teil, das sind Akademiker, also das ist ein Schmarrn. Die Menschen wandern ab aufgrund ihrer Politik. Deswegen sind Ärzte nicht in Krankenhäusern. Deswegen gibt es keine Heizungsbauer. Die werden nämlich mit rotem Teppich in Kanada empfangen. Und wenn Sie dann von Kanada sprechen, Herr Kollege, da müssen Sie ein Jahr in der Lage sein, die Sozialleistung zu finanzieren, weil Sie auch mal arbeitslos werden können. Sie geben hier das Geld, die Kollegin Schön hat es gesagt, Preis. Es ist eine Einwanderung in die Sozialsysteme, die Sie ermöglichen. Es ist ein Etikettenschwindel. Sie machen aus Ihrem Asylrecht im Prinzip ein Geringfügigkeits-Einwanderungsgesetz, meine Damen und Herren. Kommen Sie zum Schluss. Das ist eine Kurzintervention. Ganz kurz, das muss hier noch gesagt werden. Wir haben in Deutschland überhaupt nur noch 19 Millionen Menschen, die Nettozahler sind. Herr Gottschalk, die Zeit ist jetzt wirklich um für die Kurzintervention. Okay, also beantworten Sie mir mal die Frage, was Sie da eben postuliert haben und wo Sie diese irrigen Aussagen hernehmen, Herr Kollege. Herr Hartmann, möchten Sie antworten? Die Frage des Abgeordneten der Rechtsaußenfraktion eröffnet die Möglichkeit, dass ich auch in Blick auf unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die diese Debatte verfolgen, auf einen Punkt deutlich hinweise. Das Umfeld, in dem Migration stattfindet, braucht eine Willkommenskultur, in dem wir sagen, wir wollen eine Fachkräftemigration haben. Wir befinden uns in einem Wettbewerb international um die besten Köpfe. Meine Damen und Herren, wer diese Fraktion regelmäßig in diesem Haus ertragen muss, der erlebt, dass ein gesellschaftliches Klima des Hasses geschaffen wird, in dem Angst verbreitet wird und Ressentiments gegen Menschen mit einer Migrationsgeschichte geschaffen wird, die uns als Demokratinnen und Demokraten dazu leiten muss, dass diese Fraktionen aus allen deutschen Parlamenten zu fliegen haben. Und wenn uns das gelungen ist, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, dann werden wir im internationalen Wettbewerb als weltoffenes, als tolerantes Land die besten Fachärzte gewinnen. Wir werden die freien Stellen besetzen, die in Krankenhäusern in der Pflege sind. Die Busse werden fahren wieder. Es wird keinen Mangel in den Berufen geben, wo wir seit Jahren, Jahrzehnten so viele offene Stellen haben. Aber lassen Sie uns mit den rückwärtsgewandten Debatten aufhören. In unserem Gesetz ist es eindeutig geregelt. Die Voraussetzung entweder der Arbeitsplatz, die Chancenkarte mit dem klaren Punktesystem im internationalen Wettbewerb und immer wieder die Voraussetzung auch beim Familiennachzug mit Lebensunterhaltssicherung. Lassen Sie diese Verhetzung nicht zu. Und deswegen ist mein Appell zum Schluss an die demokratische Fraktion der CDU/CSU. Ich weiß, dass Migration ein umstrittenes Thema ist. Aber lassen Sie uns in diesem erfolgreichen Land, der erfolgreichsten Republik, die wir je auf deutschem Boden hatten, das Thema Migration zu einem beiderseitigen Vorteil gestalten. Wir werden streiten um die besten Lösungen. Aber die Art und Weise, wie hier manche Auftritte stattfinden, wie manche Wortwahlen gefehlt werden, Herr Hartmann, kommen Sie auch bitte das zum Schluss.